mitten in Bad Bergentheim am Bahnhof. Oder? Ist doch der Bahnhof. Natürlich ist es der Bahnhof. In der Hoffnung, dass diesmal Video und Ton nicht so dämlich verschiebt. Aber wenn so ist, kann es auch nicht ändern. Wir machen ein Auf-Eating und zwar scheineisig. Scheineisig. In meinem leckeren. Oh, das Zeug ist so geil. Na, kann man da nicht hinstellen. So. Ich habe das Übliche bestellt. Ich esse da immer das Gleiche. Und zwar chinesische Nudeln. Chinesische Nudeln mit Hühnchenfleisch. Und ich packe mir aber noch Shrimps mit rein. Und ich habe gesehen, wie der die aufgeschnitten hat und den Darm entfernt hat. Die sind halt wirklich... Ja, die sind halt auch nicht tot gebraten. Gerade eins gegessen, habt ihr gesehen. Die schmecken super lecker. Und die Portion hier, normalerweise 3,20 Euro. Mit den 6, ja, die sind halt teuer, ne? 6, was sind das, Garnelen noch dazu? Sind wir halt gleich bei 6 Euro. Aber für 6 Euro müsst ihr erstmal so eine Portion finden. Ja. Ich war immer zufrieden dort. Ich gehe dort seit Jahren essen. Habe ich es gesagt schon? Wok Wang in Bad Mergentheim am Bahnhof. Ja. Ich befinde mich gerade auf dem Marktplatz von Namibia. Und namibische Frauen tragen ihre Kinder auf dem Kopf über den Marktplatz. Ein Freund von mir war in London und hat gesagt, in London musst du dich komplett umstellen. Da begegnet dir an einem Tag 60 Nationen verschiedene. Das bist du als Deutscher gar nicht gewöhnt. Ja. Deswegen finde ich persönlich auch schade, dass ich nicht Geld habe, dass ich kein Geld habe, um Reisen zu machen, um in andere Länder zu reisen, weil ich mir sicher bin, dass meine Einstellung dann gegenüber den Fremden ganz anders wäre. Ja. So. Habt ihr jetzt mitgezählt, wie viele Garnelen ich gegessen habe? Waren das schon 6 Stück oder waren das nur 4? Das waren, glaube ich, nur 4, ne? Ich habe 6 Stück bestellt. Ja. Egal. Egal. Trotzdem noch günstig. Hm. Und das Zeug da ist super lecker, ne? Litchi-Saft, saugeil. Geht noch gleich zu Vielmann rein, hol mir meine neue Lesebrille, beziehungsweise Computerbrille. Und eine Sonnenbrille mit meiner Sehstärke. Die war schon lang mal fällig. Ah, da ist noch. Ah, sind doch 6 Stück. Ja. Hm. Die sind heute super. Ah. Wahnsinn. Letztes Mal waren die tot, ne? Aber richtig tot. Da unten ist noch einer. Sehr gut. Letztes Mal waren die richtig tot. Und jetzt sind sie richtig frisch und knackig. Also richtig, richtig geil. Hm. Ja. Ich saß da eben drin und hab gedacht, was ich für ein geiles Leben hab. Die große Tochter ist ausgezogen, die wohnt in Berlin. Meine Frau ist schon letztes Jahr September ausgezogen.
Ihr erinnert euch vielleicht an das Video mit den Veränderungen. War das letztes Jahr oder vorletztes Jahr? Ja, fand sich jetzt gut, ist völlig pflegeleicht. Ich kann tun, machen, was ich will. Muss auch niemand Rücksicht, außer auf Franzi halt, ne? Geil. Ich habe ein geiles Leben. Ich habe ein geiles Leben. Ja, ich arbeite 4 Tage die Woche. Motor ausgegangen, beim stehen bleiben. Cool. Das Geld reicht mir und Franzi völlig aus. In der Saison halt, gell? Im Oktober, Mitte Oktober, November ist die Saison rum. Bis April. Da habe ich nur noch ganz wenig Auftritte. Und da bin ich mir auch nicht zu schade, aufs Amt zu gehen und mir Aufstocken zu holen. Und ich lege jetzt halt immer ein bisschen was zurück, damit ich über diese 6 Monate komme. Ja. Aber dann habe ich mir überlegt, dass eigentlich alles, was ich anpacke, außer den DJ und meine Kinder natürlich, dass eigentlich alles in die Hose gegangen ist. Meine CDs kauft kein Mensch. Meine 2 Singles kauft kein Mensch. Meine 12 Bücher kauft kein Mensch. Fast keiner. Das Einzige, wo ich richtig erfolgt habe, mein YouTube-Kanal interessiert keinen. Fast keinen. Das ist so. Das Einzige, wo ich wirklich erfolgreich bin, ist als DJ. Also in meinem Beruf. Alles andere, was ich so nebenbei mache, funktioniert nicht. Geht voll in die Hose. Also ich kann mir, wenn ich 80 bin, nicht vorwerfen lassen, ich hätte es nicht versucht. Ja. Das kann ich mir nicht vorwerfen lassen. Naja, mal sehen. Vielleicht klappt dir das eine oder andere noch. Ich bin ja erst 50. Ein YouTube-Opa. Na? So. Lass das Auto hier stehen und lauf kurz rein. Das ist nicht so weit. Weil ich habe eine Brille gebraucht, um am Computer zu sitzen. Die Lesebrille ist zu stark. Da muss ich so nah hin. Und meine Autofahrbrille ist, das sieht gar nichts. Deswegen habe ich mir eine Computerbrille machen lassen. Ah, ich habe hier ein Herpes, ne? Da löst sich der scheiß Grind ab. Ey, verflucht. Wir sehen uns. Ciao.